Yo Leute, was geht? Hier ist wieder der Superpro mit einem neuen Part von Let's Play Battlefield 3 und dem Expansion Pack Back to Karkant. Wir sind hier auf der klassischen Map Angriff auf Karkant, Strike at Karkant, und da rechts von mir war gerade ein Tank. Der wird mir wahrscheinlich... Hä? Durch die Wand? Na gut. Oder durchs Fenster auf dem Boden in das Gesicht. Und ja, ich werde einfach mal hier die ganze Map unsicher machen, bisher noch alleine. Vielleicht wird ja nachher Manu oder Lukas von Awesome Failplay hier mir zusammen mit, oder werden wir dann zusammen ein bisschen zocken. Denn die beiden sind ja auch große Battlefield 3 Fans und das bin ich auch. Aber leider sind sie im Moment noch nicht on. Das wird sich aber wahrscheinlich heute Nachmittag alles noch ergeben und dann geht's rund hier. Dann wird hier das Battlefield 3, Schlachtfeld 3 unsicher gemacht. So, Leute, ihr braucht sicher gleich Heilung. Also, hier, fresst. Ich kriege im Moment echt viel zu... Wow. Irgendwo steht da unten ein Sniper. Ich bin der Squad-Leader. Ich kann meinem Team ja jetzt sagen, Leute, greift mal da und da an. Und das werde ich auf jeden Fall machen, denn C... ist im Moment so meine Sache, da will ich hin, da müssen wir angreifen. Ab über die Straße, hoffentlich nicht von einem Sniper geholt. Und dann, hier, da war doch einer. Mein Gott, hast du den denn nicht gesehen, mein Freund? Und da komm, schnell, hier, bitteschön. Und dann mach weiter los, mach die anderen alle fertig und dann kriegen wir den Kommandoposten hier eventuell auch. Aber nee, da bratzt ein RPG oder ein Panzer auf mich. Das ist eine schwierige Angelegenheit. Da müssen wir erstmal gucken. Die AEK ist eine verdammt gute Waffe. Also da muss ich echt sagen, habt ihr diese Waffe mit einem angemessenen Scope frei? Spielt sie. Spielt sie auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall eine Waffe, die ich, wo ich sagen kann. Na, verdammt. Das war die SVD, aber ich hatte leider irgendwie die Waffe gewechselt. Ich habe das so an mir vom Battlefront so Waffe hin, Waffe her. Mit Sniper, mit der Pistole mal vorgescoped, mal geguckt, wo ist der Kopf und dann geschossen und getroffen. Aber nee, das geht hier nicht so schnell. Denn wenn man die Waffe wechselt, hat man erstmal gar keine Möglichkeit, nochmal weiter zu schießen. Und ja, auf jeden Fall, die Map hier ist grandios gemacht. Schaut euch die alten Battlefield Play for Free Parts an. Dann werdet ihr auf jeden Fall mal sehen, dass hier, was hier DICE so geschafft hat mit der... mit dieser Frostbite Engine und den ganzen überarbeiteten Sachen. Also, das ist eine Top-Sache. Und warte, komm, dich reanimiere ich noch schnell. Das brauchst du. Oh, da kommst du nicht hoch. Das ist mir wieder mal klar. Und der spawnt wahrscheinlich genau, wenn ich vor ihm stehe. Und ja, genau, da kann ich nichts mehr machen. Also, weiter vor Rushen zu E. Das ist auf jeden Fall ein Kommandoposten, den wir uns ohne Probleme schnappen könnten. Falls... wir, warte, komm, sei jetzt nicht, es spielen alle Assault, na gut, okay, es spielen anscheinend alle Assault, aber seht ihr den da hinten denn nicht? Ich habe ihn leider gesehen, aber ihr nicht. Gut, ja, es ist auf jeden Fall spannend bis zum letzten, oh, ich muss hier, ja, Dankeschön für das Reanimieren, das hat es mir jetzt echt nicht gebracht. Ich muss mich sowieso öfter mal gegen die Reanimation entscheiden, auch wenn ich dann irgendwo neu spawnen muss und dieser Kamera-Glitch, das gefällt mir immer noch nicht so gut. Da könnte man ja irgendwo in einem Update nochmal ein bisschen weiterhelfen. Mir fällt auf, ich rede seit letztem Mal so schnell, aber es geht ja hier auch hektisch und schnell und richtig actiongeladen zu und... Da war doch eben noch einer. Oh Gott, okay, da gehe ich weg. Nachladen, die Pistolen laden ja unheimlich schnell nach in dem Spiel. Okay, hier kommt wahrscheinlich gleich einer, so ducken. Noch eine Granate. So, mal gucken, wo da. Nochmal nachladen, Muni ist ja wahrscheinlich da genug. Gut, reanimieren, das haben meine Leute auf jeden Fall drauf und das ist gut. Das sollen sie nämlich auch. Sie sollen mich reanimieren, verdammt. Und sie sollen meine Teammates auch reanimieren. Aber ich hab das noch nicht so gut drauf. So, und dir sense ich mal die Füße ab, mein lieber Freund. Dann kannst du dir mal neue Schuhe kaufen. Die stehen dir nämlich hier so gar nicht. K.
Okay, er weiß nicht, wo ich bin. Das ist ein Vorteil für mich. Ah, verdammt. Okay, das war ein bisschen zu weit weg. Hilfe bei Kill, das ist gut. Das heißt, der Typ wurde hier gerade erledigt. Haben wir hier irgendwo noch markierte Gegner? Da, zum Beispiel, da. Hilfe bei Markierung wäre jetzt hier ganz hilfreich. Aber ich habe keine Muni mehr. Verdammt. Okay, hier hinten sehe ich, dass der Sniper auf mich schießt. Das ist vollkommen schlecht für mich. Das Einzige, was ich hier machen könnte, wäre in den Zug rein. Aber das geht natürlich nicht. Das ist immer so schicksalmäßig. Na, okay, da hätte ich scopen müssen, hätte mich ranschleichen können, aber... Na gut, was will man denn tun? Auf dem Battlefield. Angriffsbefehl befolgt, gut. Soll ich denn jetzt doch mal die F2000 mitnehmen? Ich tue es mal, allein dafür, dass ich endlich mal ein ordentliches Scope freischalte. Das ist nämlich auf jeden Fall eine wichtige Sache. Okay, können wir in den Zug? Ja, ich kann zum Beispiel in den Zug rein. Ich hoffe, die Wände kann man nicht hier durchschießen. Das wäre nämlich auf jeden Fall vollkommen scheiße. Oh, ich meine schlecht. Okay, ihr habt Heilung. Okay, da kommt ein Tank. Das ist nicht so gut. Da hinten liegen zwei meiner Mates tot. Ah, rechts und links, verdammt. Na gut, weiter geht's. Weiter gucken. Er lädt nach und schießt währenddessen. Das ist etwas komisch, aber... Irgendwo muss ein Spiel ja auch Bugs haben, so toll es hier auch sein mag. So, also, komm, hier, ich nehme dich und... Ach, so blöd. Okay, ich wag mich raus. Mal gucken, ist hier... Hier sind auf jeden Fall noch welche. Ja, okay. Wow, verdammt nochmal. Das war knapp und dann rechts waren dann doch wieder welche. Verdammt. Hilfe bei Sichtung, aber der Tank hat mich dann auch gesehen. Da kann ich nichts machen. Vielleicht nehme ich den Pionier ja auch gleich mal mit. Das mache ich am besten jetzt mal, denn irgendwo ist es dann auch wichtig, die ganzen Tanks zu beseitigen. Was habe ich denn dabei? Die Scar Age. Ich weiß nicht, welches Scope. Okay, ich habe das, das ACOG dabei. Die Frage ist, wo ist denn der Tank wieder? So, angeschossen habe ich dich, aber getroffen, aber eliminiert leider nicht. Wäre schön, wenn es so eine Art Explosive Ammunition gäbe, wie in Battlefield Bad Company 2. Was man mit etwas höherem Rang freischalten könnte, wäre irgendwo unfair, ich weiß. Aber wichtig auch, denn jemand, der sich wirklich auf Pionier spezialisiert hat, der sollte das dann aber auch sowas machen. Verdammt! Mein Gott, aber sie... wo steht denn der andere? Okay, der war auf der anderen Seite. Das ist verdammt blöd, denn... Sowas mag ich nicht. Über so über die halbe Map, da kann einem wieder die ganze Euphorie genommen werden. So, mein Freund, tut mir leid, aber das habe ich dir jetzt mal vermiest. Dass man, wenn man respawnt, immer nur mit der Pistole respawnt, das finde ich sowieso immer leicht komisch und auch nicht so toll. Jetzt aber auf jeden Fall in Richtung D bin ich immer noch Squad-Leader. Ja, dann sage ich uns mal, unseren Leuten auf jeden Fall, sie sollen D angreifen, denn hier bei E können wir nicht viel ausrichten. Da kommen nämlich die Tanks und die, die Infanteristen rüber gesprintet. Und da können wir wirklich nicht viel machen. Aber der nächste, das wäre auf jeden Fall das nächste. Der Platz, den könnten wir uns nehmen. Und hier stürzen auch wieder Häuser ein. Das finde ich toll. Denn das gab es ja in einem Großteil der normalen, oder gibt es in einem Großteil der normalen Maps ja leider nicht mehr, dass ganze Häuser einstürzen. Und wenn es das hier gibt, dann finde ich das richtig toll. Also vielleicht ist das Häuschen hier auch bald Geschichte. Okay, D ist Platz. Beziehungsweise nein, A. Okay, hier rumst es ganz schön. Und diese Ecke hier kenne ich noch zu gut von Battlefield Play for Free. Dieses Haus. Also, wenn ihr euch die ersten Parts von Battlefield Play for Free mal anschaut und mal hiermit vergleicht, das ist doch wunderbar. Es ist doch großartig, was DICE hier wirklich so geleistet hat. Okay,
Und da haben wir leider nur noch 5 Tickets. Hotel können wir eventuell noch einnehmen in der Zeit, aber das wäre, oh, das wäre top. Auf jeden Fall, dann kriege ich nämlich die Punkte. Ich glaube, ich war sogar als Erster da. Ja, das ist top. Jetzt nicht nochmal drauf gehen. 3 Tickets verloren auf jeden Fall, aber gut gekämpft. Top-Sache, Leute, hier, das macht richtig Spaß. Die Map ist top, das Spiel ist genial. Und ich würde sagen, einen Part mache ich noch und dann warte ich mal vielleicht, bis sich noch jemand meldet, mit dem ich zusammenzocken kann. Und ja, so Maps, das hat mir gefehlt, denn Battlefield 3 hat sich so von Bad Company 2 so extrem abgehoben. Bin ich, ist mir klar, aber hier haben wir die Aufträge. Ich habe. Ah, verdammt, deshalb ist weggeklickt. Ach, Mist. Ja, es gibt Aufträge. Und die, wenn man die ausführt, dann bekommt man diese Waffen halt. Und warum haben sie das denn hier nicht mit eingebaut? Das wäre doch. Naja, okay. Ja, 94 Tickets, da waren die Russen uns dann doch ein bisschen überlegen. Ich guck mal gerade auf die Uhr, wie viel die Uhr denn uns noch sagt, was uns an Restzeit bleibt. Ich sag 2 Minuten, das lohnt sich nicht. Dann mache ich den Part hier zu Ende, sag danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.